Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII. Im letzten Part haben wir uns hier Gong Gaga angeschaut und werden jetzt weitergehen Richtung Cosmo Canyon, was unser nächstes Ziel sein wird. Dafür müssen wir hinter durch den Wald. Und es gibt einen kleinen Trick, wie man den Buggy jetzt am Leben lässt, in Anführungsstrichen. Denn normalerweise geht der kaputt, sobald man eine bestimmte Stelle erreicht. Oh Gott, hier kann ich ihn abhauen. Das ist ein nerviger Kampf, denn die Gegner machen uns zu Fröschen. Aber auch wieder zurück. Und wieder hin. Und wieder hin. Und als Frosch trifft man leider nicht allzu stark, wie man sieht. Aber es geht einigermaßen. Zumal man wird immer mal wieder als Froschzustand zurückgeschickt, deswegen sollte man einfach mal angreifen. Ein bisschen Glück kann man mal angreifen, wenn man groß ist. Dann macht man auch gleich ein bisschen mehr Schaden. Die wissen nämlich selber nicht so ganz, was sie machen. Froschgesang. Okay. Dann schläfert er mich, glaube ich, sogar noch ein oder so. Ja. Aber wir haben die Feintechnik Froschgesang gelernt. Das ist doch auch schon mal was. Damit können wir jetzt die Gegner als Frosch zaubern. Und einschläfern. Na, Nanaki ist natürlich nicht der Richtige dafür. Wenn, dann auf Barret. Der hat nämlich auch noch eine Feintechnik. Genau. So, da wachen wir eh wieder auf. Nachdem wir einen Schlag abbekommen. Ja, und so läuft das jetzt die ganze Zeit. Der Kampf wird sehr interessant. Wir werden immer mal wieder rausgekickt und wieder reingekickt und wieder raus. Und, aber immerhin sind schon zwei der Frösche weg. Das ist schon mal etwas. So, Barret ist auch mal wieder wach. Und dann ist er wieder ein Frosch. Und da darf Nanaki wieder ran. Oder auch nicht. Ja, aber wirklich gefährlich sind die Gegner nicht. Einfach weil sie keinen Schaden machen. Zumindest keinen. Ja, wichtigen. Nanaki wird immer wieder rausgeschlagen und wird dann wieder angegriffen. Sehr gut. Oh Mann. Ja, das hier sind die Froschgegner. Die sind ziemlich nervig, meiner Meinung nach, immer noch. Aber mehr halt auch nicht. Na los. Ich meine, ja, man könnte sich hier mit Jungfangkuss den Frosch jetzt immer wieder heilen. Den Froschstatus. Aber es macht nicht wirklich Sinn, weil sie schlagen einen eh immer wieder in den Status und wieder weg, dann wieder rein, dann wieder weg, dann wieder rein, wieder weg, wieder rein. Es bringt vielleicht was, wenn dich mal ein Gegner ganz selten mal als Frosch zaubert oder sowas. Aber ansonsten bringt es halt nichts. Könnte ich jetzt eigentlich abhauen? Nee. Sehr interessant gewesen, wenn man eine Richtung frei macht, dass man dann abhauen kann. So. Okay, klaut das mal wieder. Patz. Sehr schön. Und er darf auch gleich wieder schlafen gehen. Oh Mann, dieser Kampf. Nanaki, kommst du zum Angreifen? Jawohl. Triffst aber nicht. Verdammt. Und wahrscheinlich darfst du gleich wieder schlafen. Oh Mann. Ist das ein interessanter Kampf? Schau dir das an, 3 HP. Also, das ist halt echt sinnlos, was die hier machen. Allein wie in dem Kampf muss ich jetzt ein paar schon länger machen. Das ist das Traurige dabei. Aha. Wir sind jetzt schon fast 5 Minuten in diesem blöden Kampf. Man kann ja nur nicht wirklich sagen, dass was passiert ist. Ja, genau, Schlag noch daneben. Ah. So, jetzt noch einer weg. Danke. So, langsam klärt sich das Feld. Aber eben nur langsam.
Jawohl. Nur noch einer da. Das heißt auch weniger Chancen, dass er mich wieder freischlägt. Okay. Schon mal Schaden reinbekommen. Und er macht nichts mehr. Gut. Dann greifst du nicht mehr an. Ah, jetzt. Wollte schon sagen. Hätte ich jetzt aber auch nicht schlecht gefunden, wenn du nichts gemacht hättest. Nur mal so. Stehen wir wieder da. Oh, Nanaki ist aufgewacht. Einfach mal so. Und verkloppen halt als Frosch. Auch gut. So, jetzt komme ich noch zum Angriff, bevor mich wieder einschläfert. Jawohl. Perfekt. Oh Mann. War das nervig. 5 Minuten für so einen Kampf. Allgemein geben wir ganz gute Erfahrung. Doch gut AP. Da ist gerade einiges an Level gestiegen. Nicht schlecht. So, und zwar muss man hier drüber. Und müsste jetzt hier aussteigen und den letzten Weg gehen. Denn normalerweise geht unser Buggy kaputt. Aber wenn man jetzt hier einfach weitergeht. Also normalerweise würde man jetzt hier langfahren. Und irgendwo hier würde jetzt plötzlich der Buggy schlapp machen. Oder ein Stückchen weiter dann. Also kann man den Buggy retten. Und man kann ihn halt später immer noch benutzen. Man braucht ihn dann zwar nicht mehr wirklich, aber man kann ihn halt retten. So, jetzt dürfen wir mal unsere Klimmgefahr hier zeigen. Ein ziemlich heftiger Angriff und der auch verdammt guten Schaden macht, wie man gesehen hat. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir über 1000 Schaden machen. So, perfekt. Ich werde es, glaube ich, sogar einfach mal kurz zeigen. Genau, ich speichere jetzt einmal hier. Und dann zeige ich gleich nochmal, wie das ist mit dem Buggy. So. Nehme ihn dann nämlich jetzt nochmal mit. Und landen direkt in einem Kampf. Wunderbar. Bei mir werden wir gerade nur umzingelt. Besser nicht. Steinblick, ja, das ist böse. So, zeigen wir mal den Todesstoß. Ob den aber funktioniert. Wie gesagt, das ist ein sehr heftiger Angriff. Der dann eben sehr kritisch trifft auch. Ah, davon muss er halt mal treffen. Dann machen wir hier mal eine Schokomock-Beschwörung. Verdammt, die wollte ich aber auf die anderen beiden machen. Ich will ein bisschen mehr Schaden rausholen, aber naja, okay, irgendwie nicht so fein. Boom. Kaputt. So, Nanaki ist fast zu Stein geworden. Ja, und das kann ich auch nicht mehr verhindern. Geben wir nochmal einen Klingenstrahl mit. Schwarz. Wunderbar. Perfekt. 2 Kills nochmal abgestaubt. Aber ist ja egal, wie gesagt, ich lade ja eh gleich nochmal neu. So. Und zwar wollen wir hier längs. Und hier. Kommt ein Gegner? Nee. Normalerweise sollte das Ding einfach schlapp machen. Hallo, du da. Kann ich von dir irgendwas klauen? Das probiere ich jetzt mal kurz noch. Oh, der zieht eine MP ab. Das ist interessant.
Aber was klauen? Also man kann auf jeden Fall was klauen, sonst hätte da jetzt gestanden, nicht zu stehlen. Frage ist nur was. Phönixfeder, okay, uninteressant. Bevor ich rennen konnte, auch gut. So, jetzt genau. Hä? Oh Mann, eine Panne? Jetzt? Genau, damit müssen wir dann da rein. Wir können, glaube ich, hier nicht mal vorbei jetzt. Doch, können wir. Ja, und wie gesagt, ab jetzt wäre dann, glaube ich, der Buggy sogar nutzlos, Fragezeichen. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass er nicht nutzlos ist. Vielleicht wurde er auch einfach repariert. Keine Ahnung mehr, ich glaube aber ja. Wir sehen uns trotzdem gleich, sobald die Panne nicht mehr vorhanden ist. Also, ja. So, da sind wir wieder ohne Panne und gehen jetzt in den Cosmo Canyon. Ein interessantes Ding. Ich bin wieder da. Ich bin's, Nanaki. Hey, Nanaki, hier bist du sicher. Komm, sag Bugenhagen hallo. Nanaki? Genau, denn jetzt hören wir zum ersten Mal seinen richtigen Namen. Was natürlich jetzt ein bisschen blöd ist, weil ich ihn so genannt habe. Aber ich find's halt blöd. Er sagt jetzt hier seinen ganz normalen Namen und wir müssen ihn Red 13 nennen, weil es halt ein Experiment war und meine Fresse, was ist das denn schon für ein Geräusch? Und jetzt erfahren wir seinen richtigen Namen, aber er bleibt trotzdem bei dem Red 13 Namen normalerweise. Also es ist nicht so, dass er sich jetzt seinen Namen ändert auf Nanaki oder dass man die Möglichkeit hätte, den Namen zu ändern, sondern er ist und bleibt dann Red 13, aber das ist mir zu blöd, deswegen nenne ich ihn immer direkt Nanaki. Endlich habe ich es geschafft, das ist also Cosmo Canyon. Willkommen in Cosmo Canyon, kennst du dieses Land? Nö. Lass mich erklären. Leute aus aller Welt kommen hierher auf der Suche nach dem Studium des Planetenlebens. Hey, ich wollte schon immer hierher. Na, wir sind zur Zeit voll belegt, deshalb kann ich dich leider nicht reinlassen. Stirbt ein Heldentod. Die haben mir mal geholfen, als ich unterwegs war. Bitte lass sie rein. Oh, stimmt das? Ihr habt unserem Nanaki geholfen? Bitte kommt rein. Wer ist Nanaki? Nanaki ist Nanaki, das ist sein Name. Tolle Rede. So, wir nehmen hier Kate Sith mit. Willkommen in Cosmo Canyon, fühlt euch wie zu Hause. Das ist Cosmo Canyon, ein geweihter Ort. Ja, und hier gibt es einige Sachen, die relativ interessant sind. Und ich glaube, hier gibt es auch wieder ein Plakat irgendwo. Okay, hier ist schon mal nichts. Nichts Verstecktes. Das Plakat dürfte da in dem Ding sein, glaube ich. Also hier in dem da. Hallo. Alter Buga, findest du? Hast du Nanaki hier zurückgebracht? Ja, danke. Okay. Willkommen, wie wär's mit einem unserem Original-Cocktail Cosmo-Flamme? Ab und zu ein Gläschen ist bekömmlich, man entspannt sich etwas. Wenn man weiß, wann man aufhören muss. So, wo führt uns das hier denn hin? Okay, hier ist nichts. Vielleicht später, keine Ahnung. So, wir können aber auch noch hier hoch. Und hier haben wir Turtles Paradise Nummer 5. Unsere Cocktails sind gut, aber unsere Weine sind die besten. Warum schauen Sie nicht mal im Turtles Paradise vorbei? Genau. So, ich glaube... Oh, hier ist sogar ein Elixier. Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass hier ein Elixier drin ist. Ich wollte einfach nur mal nochmal alles ausprobieren. So, wir ruhen uns sogar tatsächlich nochmal aus. Ich glaube, das ist ganz praktisch gerade. Wir können ein bisschen MP mal wieder gebrauchen. Und danach haben wir uns natürlich wieder die Hyper rein. Weil das bei Kate Sith gerade nicht so unbedingt nötig war. Dim, 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 dim. Dim, dim,
So, hier oben darf man noch rein. Denn hier haben wir einen Laden. Guten Tag, suchst du was Bestimmtes? Und hier müsste es wieder alles Mögliche geben. So, nehmen wir nochmal 10 Hyper mit. Tränke haben wir erstmal genug. Ether können wir jetzt hier auch kaufen. Allerdings sind die halt auch dementsprechend teuer. So, was kann ich denn weghauen? Dich kann ich weghauen. Metal Razor. Zauberstab kann weg. Diamantnadel kann weg. Doppel-MG war ja das Ding, was doppelt gemacht hat. 4 Zackschuhigen behalten wir auch mal. Platinreif kann weg. Okay. So. Dann gibt es da hinten noch einen Weg, wie man sieht. Dadurch können wir aber nicht lang, weil hier das Seil uns den Weg versperrt. Da kann man viel, viel später nochmal hin. Denn dort gibt es eine ziemlich gute Materia. Sollte man sich auf jeden Fall merken. Muss man hier hoch, dann wüsste ich damit auch nicht. Immer so ein paar Kleinigkeiten, die man noch finden kann. Ja, das Elixier wusste ich auch nicht. Ich glaube, da kann man aber auch noch hin, aber da ist auch nichts. Nee. Hi. Hier war ich. Ich meine, das ist meine Heimatstadt. Meine Stammesbrüder waren die Beschützer derer, die diesen schönen Canyon und den Planeten zu schätzen wissen. Meine tapfere Mutter kämpfte und starb hier, aber mein feiger Vater verließ sie. Ich bin der Letzte meines Stammes. Feiger Vater? Ja, mein Vater war ein Taugenichts. Und daher habe ich die Mission, diesen Ort zu beschützen, von meinen Vorfahren übernommen. Hier endet meine Reise. Hey, Nanaki, du bist wieder da! Ich komme, Opa! Sie sind genau richtig. Ruhen wir uns etwas aus. Ich möchte auch ein paar Dinge herausfinden. So, jetzt sollen wir auf jeden Fall zuerst mal Barrett finden. So, hi. Oh, willkommen. Viele in diesem Canyon hassen die Konkurrenz. Hier gibt es fast nur Reproduktion. Das ist schon okay. Einige kann man wirklich gebrauchen. Ja, hier gibt es nämlich wieder ein paar Waffen. Schmetterlingsklinge. Hört sich interessant an. Vulkanblaster. Silberspange haben wir aber, glaube ich, schon. Silberarmband. Da können wir auf jeden Fall schon mal 2 mitnehmen. Nehmen wir eine Schmetterlingsklange und den Vulkanblaster nochmal mit. Ja, sieht nicht schlecht aus. Es war dann doppelt weg, aber naja, mein Gott. Das brauchen wir jetzt gerade auch nicht unbedingt. Bei. Bis auf den Angriff brauche ich das eigentlich auch nicht. So viel Angriff kriege ich da nicht dazu. Also bleibe ich sogar erstmal beim Superdieb. Hau da jetzt wieder die Analyse rein. Und gebe jetzt. Den Todesschutzstoß dahin, damit der einfach auch gelevelt wird, weil Feintechnik da hochzusetzen bringt schon mal nichts. Ja, so können wir das lassen. Und. Ich glaube, hier gab es auch noch irgendwas. Was ist da? Turtles Paradise Rundschreiben Nummer 4. Wir stellen ein. Gesucht eine Person, die der Langeweile stundenlang widerstehen kann. Einzelheiten Fragen 7, Gast aus Turtles Paradise. Das gehört aber nicht dazu. Soweit ich weiß. Das gehört irgendwie. Ja, so einfach nur Werbung vom Turtles Paradise. Erzählt nicht als Dingens. Glaube ich. So, hallo Barrett. Es gab mal einen Mann, der hier das Planetenleben studierte. Er konnte die Dinge nicht so akzeptieren, wie sie waren. Also ging er nach Midgar, um Avalanche zu gründen. Interessiert dich diese Geschichte? Ja. Man könnte sagen, hier wurde Avalanche geboren. Ich wollte schon immer herkommen. Und endlich habe ich es geschafft. Es ist viel geschehen. Und dann? Und dann? Ich weiß nicht, was passiert. Jetzt, wo es Avalanche nicht mehr gibt. Hm. Alter Hago. Wo habe ich es noch hingelegt? Es muss hier irgendwo sein. Hm, was suchst du denn? Vielleicht kann ich es finden? Aber nicht. Na gut. Gehen wir also weiter. Immer schön nach oben. Diese zwei, ja, also seid ihr beide Freunde? Das kommt mir aber wirklich sehr seltsam. What? Ich
mal K-Ziff einfach in Ruhe. So, wen haben wir denn hier? Der schläft anscheinend rum. Ey, du hast dein Wechselgeld vergessen. Hallo? Ja, naja, ich komme. Willst du was kaufen? Ja, richtig. So ist das, du willst was kaufen. Du willst was kaufen? Wir haben einen kaum Kunden und daher... Oh, aber ich habe viel Vertrauen in unsere Materia. Extra MP, extra HP. Ermittlung und Verwandlung. Interessante Sachen. Aber meiner Meinung nach auch nicht zu nützlich. Aber okay, wenn man mal Geld übrig hat. Sollte man sich sowieso mal jede Materia irgendwie kaufen, die man findet. Nur jetzt gerade bringt es halt nicht wirklich was. So. Dann kann man, glaube ich, hier noch raus, aber hier ist mal überhaupt nichts. Bis auf sozusagen Aussichtsplattform. Man kann hier wirklich nichts machen. Stattdessen können wir aber hier hoch. Und da werde ich gerade angeschrieben. Aber das ist jetzt erstmal egal. Wir haben nämlich noch ein paar Minuten zum Nachholen wegen dem Kampf am Anfang. Deswegen machen wir das hier noch. Hier sind nämlich Nanaki. Und ein Mann namens Bugenhagen. Cloud, das ist Bugen, mein Großvater. Er ist ein Phänomen, er weiß alles. Hohoho, ich habe gehört, dass du dich ein wenig um Nanaki gekümmert hast. Nanaki ist noch ein Kind, musst du wissen. Hör auf, Großvater, ich bin 48. Nanakis Stamm zeichnet sich durch außergewöhnliche Langlebigkeit aus. Mit seinen 48 Jahren entspricht er also in etwa einem Menschen im Alter von 15 bis 16 Jahren. 15 bis 16? Er ist ein stiller, tiefer Charakter. Du dachtest, er wäre erwachsen? Großvater, ich wäre so gerne erwachsen. Ich will erwachsen werden, damit ich dich und das Dorf beschützen kann. Nein, Nanaki, du kannst jetzt noch nicht auf eigenen Füßen stehen. Es wäre irgendwann dein Ende. Sich nach dem Himmel strecken, gar der großen Stadt Midgard die Sterne stibitzen. Du kennst das, nicht wahr? Ein schlechtes Beispiel. Wenn man zu viel nach oben sieht, verliert man die Perspektive. Wenn die Welt erst im Sterben liegt, wirst du erkennen, dass du nicht das Geringste weißt. Im Sterben liegt? Oh ja, das kann morgen sein oder in 100 Jahren. Aber es ist nicht mehr lang hin. Woher weißt du das? Ich kann den Planeten klagen hören. Wie das? Planeten werden geboren und Planeten sterben, solange die Sterne am Himmel zu hören sind. Was war das? Das war ein Aufschrei unserer Welt. Hast du es nicht gehört? Er sollte ja sagen, es tut weh, ich leide. Sie sind unterwegs, um die Welt zu retten. Zeig ihnen doch mal dein Gerät. Oh, die Welt zu retten? Andererseits kann es ja auch nicht schaden, wenn er sich meine Maschine ansieht. Bugenhagen! Da sind ein paar sonderbare Gestalten gekommen. Es wimmelt plötzlich von ihnen. Ja, und seine Freunde auch. Ich gehe sie holen. Cloud, bitte ruf einen von ihnen herein. In Großvaters Maschine haben nur 3 Leute Platz. So, schauen, kann man hier noch irgendwas finden? Ich glaube aber eher nicht. Kann aber noch hier hochgehen. Hat aber weniger Bedeutung. Wie gesagt, man kann hier einmal rumgehen, aber da ist auch nichts versteckt. Wobei hier halt ein klasse Versteck wäre dahinter. Aber nein. Wird nicht genutzt, diese Möglichkeit. Und die Treppe da kann man, glaube ich, gar nicht erst hoch. So, gut, dann würde ich mal sagen, holen wir uns schnell noch unsere Charaktere mit, die wir mitnehmen wollen. So, wo war Barrett? Barrett war eins weiter unten, ne? Was? Ja, du sollst mitkommen. Gut.
Perfekt. So, dann würde ich sagen, wir gehen nochmal kurz hoch und dann beenden wir auch den Part und schauen uns die Maschine von Bugenhagen im nächsten Part an. Also, bis dann!